Hey Leute und willkommen zurück hier bei Sea of Thieves. Ich bin wie versprochen nicht allein, denn der Tramp ist mit dabei. Hey! Wir machen erstmal hier. Atmosphärisch. Ja. Ich weiß gar nicht, ist da eigentlich Schutz drauf? Muss man aufpassen. Sonst kriegen wir erstmal Urheberrechtsverletzungen hier. Also, nee, ich glaube nicht, das passt schon. Also, ich würde sagen, dass wir uns erstmal hiermit nochmal beschäftigen. Mit dem, was man hier auf unserer Schatzinsel machen kann. Ja. Heimatsinsel, sage ich mal. Ich muss mal ganz kurz noch ein bisschen weniger hochstellen. 6. Ich nehme mal noch ein paar Kanonenkugeln, genau. Die packe ich bei uns mal schon mal ins Schiff rein. Ja, das können wir machen. Ich finde diese Optik vorne ziemlich cool. Die Schiffe haben anscheinend immer eine andere Optik. Ich muss mal gucken, so. Ich glaube, 22 Kugeln haben wir jetzt. Ich glaube, ich mach's wirklich mal so, dass ich diesmal wirklich doch mal mit Maus und Tastatur spiele, weil das ist halt ein bisschen schwierig, finde ich. Das ist ein bisschen mit dem Bewegen, mit dem Umgucken. Mhm. Ich weiß nicht, also ich finde, das Spiel funktioniert mit beiden eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich schon. Controller auch mal funktioniert, vor allem. Probiert, meine ich. Ah, Q und E sind die Haupttasten. Komm, wir gehen erstmal laufen. Wie wär's? Ja, auf jeden Fall, Moment. Aber 3 Gläser Minimum. Auf jeden Fall, wenn man Krüge. So viel überhaupt aushalten. Ich glaub's eher nicht, aber. Ja, deswegen ja. Oh. Also, jetzt müssen wir erstmal unseren. Achso, ich bin schon dabei. Hallo. Erstmal wieder auffüllen. Hallo, ich hätte gerne noch eins. Achso, kennst du die Sache mit den Instrumentenspielen, wenn du besoffen bist? Komplett? Das will ich gleich zeigen, ja, ich kann's. Ja. Das ist richtig cool. Das habe ich bei mir auch etwas erstmal gezeigt. Aber ihr seht schon, ich bewege meine Maus nicht und ich bewege mich trotzdem. Du hast so ziemlich dasselbe Intro wie ich in meiner ersten Folge. Ich habe genau auch angefangen mit Saufen. Ich muss immer mit Saufen anfangen. Ja, ist so. Leute, ich versuche jetzt durch die Tür durchzugehen. Es ist. Na komm. Es ist nicht einfach. Ich glaube, mir geht's nicht gut. So, jetzt. Oh, ich glaube, mir geht's nicht gut. Alter, ja. Oh, Hilfe. Na, komm. Na. Meins? Ich glaube, mir wird schlecht. Da. Ah, schön. Und dann bei. Alter. Oh. Uiuiuiui. Tut mir leid. Du hast mir ins Gesicht. Ich seh nichts mehr. Echt? Ich seh nichts mehr. Jetzt geht's langsam wieder weg. Cool. Ah, komm her. Ah, schön, das wusste ich auch nicht. Oh Gott! Ah, Hilfe! Ich muss ins Wasser! Ah! Und ertrinken! Schnell rein da! Komm rein da! Ich komm nicht hin. Ah! Eieiei! Ei, ei. Ich komm nicht hin. Versuch niemals besoffen zu schwimmen, das ist noch schrecklicher. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit Maus die. Ach, ja doch, mit Maus und Tastatur die Waffe auswähle. Okay, wann ist es eigentlich vorbei? Übrigens, wenn wir Schatzkisten haben, die müssen wir dann hier hinbringen. Ja, genau. Da können wir auch Aufträge annehmen. Genau. Ah, 1 und 2, genau. Und wie stecke ich das Ganze weg? So, keine Ahnung. Es wird langsam besser, glaube ich. Ja. Ja, ich bin gleich schon wieder nüchtern. Geht schnell, wenn es denn echt nur auch so schnell ginge. Ich frage mich, warum hier die ganzen Hexen die ganze Zeit fehlen. So. Hallo. Ist jemand da? Egal. So, wollen wir direkt einen Auftrag annehmen? Wir nehmen direkt einen Auftrag an. Einen kostenlosen, oder? Fangen wir klein an. Gut, dann machen wir doch mal einen kostenlosen, diesmal zu zweit. Und los geht's. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt aufs Schiff. Du bist ein Shopkeeper, was hast du denn so im Angebot? Ich mach schon mal das Schiff soweit. Kosmetisches. Okay. Wobei, ich warte ein bisschen. Du hast noch keine Folge aufgenommen vorher, ne? Ich hab schon eine kleine Folge aufgenommen. Achso, doch. Soll ich dann schon mal das Schiff komplett fertig machen? Ui, erstmal drauf springen. So, schön.
Kannst du. Also was ich hier erstmal gemacht, danach, also nach der Aufnahme erst gemacht habe, erstmal alle Kanonen laden. Ja, das ist, mache ich immer, direkt. Hier ist der Auftrag, den muss man ja dann demokratisch abstimmen. Stimmt, ja. Genau. Vote F. Jo. Vote ich mit. So, Auftrag angenommen. The Stash of Captain Bones. Ich hol mich schon mal, 3 Bananen raus. Solltest du vielleicht auch machen. Maps discovered. Okay. Guckst du auf die Karte, ich mach uns schon mal. Ja. Ich übernehme das Steuer. Das ist halt schon riesig, ne? Ja, auf jeden Fall. Musst du einfach vergleichen, die Karte. Achso, ja, ich sollte das Segel runterlassen. Das funktioniert auch. Volle Kraft voraus. Na, ich muss ein bisschen links. Du lotst mich. Warte. Das ist auch schön, dass man so problemlos rumswitchen kann. Jetzt ist Tastatur, jetzt ist Maus. Tastatur, Moment, jetzt bin ich ganz... Moment. Tastatur, Controller, Tastatur, Controller, Tastatur. Das ist schön. Kann man sich einfach entscheiden. Ich mache jetzt erstmal weiter mit Tastatur. Nicht, ich will es nicht dir zeigen, ich will es selber sehen. Ach, das ist das hier, okay. So. Ich würde sagen, so ein bisschen dahin. Sieht aus wie so ein Bumerang. Jetzt muss ich natürlich erstmal was finden. Ach so. Ich bin hier am falschen. Bumerang, 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 Bumerang. Ich komme runter. Bumerang. Ach so, ja genau, wir haben ja die Karte. Falsch. So. 3. Wir sind eigentlich ganz gut. Ah, da ist es ja. Das ist direkt vor uns. Direkt geradeaus weiter. Ja, da. Kannst du die Markierung sehen? Ich glaube schon, oder? Meinst? Ich sehe die Karte so, wie du sie siehst. Oh, du kannst... Hey, zeig mal grad. Zeig mal grad. Moment. Lass mich mal grad hin. Siehst du das? Wie kann man denn markieren? Oh, cool. Moment, ich steuere um. Das ist, oh, die ist schon hier rechts direkt, ne? Ja, genau. Kommst du mal kurz hoch für den Anker? Yes. Ich will aber nicht. Sobald du bereit bist, sagst du mir Bescheid. Drück in 3, 2, 1, zieh durch. Und einmal rum, komm. Ja, ja. So, und lasse ich das so stehen, dann können wir nämlich gleich direkt eine Kurve fahren, wenn das geht. So, wir sind an der Insel. Ich hab mal das Segel hochgelassen, das macht aber unseres ersten Schatzes. Ich brauche noch ein paar Bananen. Genau, die findest du unten. Ja, genau. Das war hier, ja. Wir müssen den Überraschungseffekt beibehalten. Wobei, vielleicht hauen die ab, wenn ich... Ich muss trinken und dann spielen. Vielleicht hauen dann die Skelette ab. Genau. Uiuiui. Autsch, autsch, ah, Oh, das geht ja wesentlich schneller. Junge, Junge, Junge. Oh, direkt dann den Kopf. So, I. Nein. Ach, ich weiß nicht, ob du das Feature hier kennst, aber guck mal. Oh, hier. Ja, ich kenn schon, ich kann's dir ja zeigen, ja. Ist das hier ungefähr? Direkt unter dir. Ja, direkt gefunden. Ja. Ich muss ja sagen, dass ich diese Viererschiffe richtig geil finde. Achso, warte mal. Mach nicht einen auf hier, böser Captain, und lass dich schaufeln hier, ich helf dir. Meins! Tschüss! Tschüss, ab. So. Ja, ich komme jetzt auch nochmal. Ich glaube, zwei sind noch drin.
Castaways Chest. Ja, Holz brauchen wir schon, wenn wir jetzt dann noch irgendwelche Gegner sehen. Ja, klar. Und die uns das Schiff zuballern. Ich finde das Geisterschiff richtig geil. Wenn du stirbst? Ja. Das würde ich gerne übernehmen und fahren. So. Ich gehe nochmal runter und hol Holz. Jo. Und Kanonenkugeln und was wir noch so brauchen können. Genau. Wooden Plank. Und ja, da ist nochmal Wooden Planks. 4 Stück sind noch da. Ich frage mich, ob es theoretisch Sinn macht, wenn man sich die Plätze merkt. Ob man sich die Plätze merkt, weil es kann ja sein, dass hier noch ein Schatz ist für einen anderen Spieler, der unterwegs ist. Ach so, und wir ja, dann ja. Hier ausrauben. Aha, ja, ja, ich weiß schon, was du damit bist. Ja, ja. Ich probiere es einfach mal so gerade grob. Einfach mal gucken, ob es geht. Guck mal, ob da irgendjemand noch in der Nähe ist. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall ganz gut. Ich habe immer gedacht, da hinten diese Insel, das wäre voller Schiffe und so. Aber das ist ja nichts. Nee, das habe ich auch schon. Also ich habe schon ein bisschen was gelernt, vor allem nach der ersten Folge. Boah, diese Geisterinsel sieht eigentlich ganz gut aus. Geisterinsel, wo? Eigentlich direkt rechts von uns. Ich weiß nicht, das ist eine Geisterinsel. Sieht auf jeden Fall von weitem ganz cool aus. Da, wo die Vögel so im Kreis fliegen. Meinst du, ich gucke jetzt mal? Mann, das Schiff, das schwankt sogar. Ich finde auch gerade wieder diese düstere Atmosphäre richtig geil. Richtung zwischen Nordwesten und Norden. Nordwesten und Norden. Ach so. Das ist eine Insel, wo du, da siehst du die Vögel fliegen wahrscheinlich, wenn du von da. Nee, da kommen wir her. Das ist keine Geisterinsel, da kommen wir her. Ist das unsere Insel? Ja, das ist unsere. Ah, okay. Bist du an Bord? Ich bin oben, ja. Ah ja. Ach, du hast die Lichter ausgemacht. Das ist geil, wenn du in den Sturm gerätst, dann geht das Ding ab wie sonst was. Oh, hinten, guck mal hinten. Hinter unserem Schiff, schön. Richtig schöne Aussicht. Alter, okay. Boah, das wäre direkt schon mal ein passendes Thumbnail hier. So. Oh, das war, glaube ich, zu weit. Setzt du die Segel für uns? Mann, dieses driftende Gefühl auf dem Wasser gerade. Oh, ist das schön. Ich gehe mal gerade runter auf die Karte gucken. Ich meine, das ist nicht die direkt. Ich meine, das ist doch die links. Genau, geradeaus die. Gib mal ein bisschen Gas. Jo. Ich halte den Kurs. Moment, ich fahre ein bisschen schräg ran. Dann haben wir ein bisschen mehr Wind. Jetzt! Ich finde es auch voll cool, dass du den Wind siehst, wo der kommt. Da kannst du nämlich dein Segel darauf richten. Das ist schon geil. Also ist, Pizzadienst! Das Wasser sieht einfach so gut aus. Auf welche Einstellung spielst du? Maximum. Maximum, ja genau. Das sieht einfach schon richtig gut aus. Sehr beautiful. Beautiful. Ach ja, ach ja. Ich mache auch ein Instrument. So. Das reicht für heute. Ach, hier liegen auch Fässer rum, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, hab ich schon gesehen. Gut, du hast einiges schon gesehen. Schiff? Ja, ein versunkenes. Das ist, glaube ich, auch das Größte oder so, was man sogar selbst fahren kann, wenn ich mich nicht falsch entsinne hier. Achso, guckst du wegen dem Anker? Achso, ja. Soll ich wieder Ansagen machen? Jo. Okay. Moment. Und los. Passt vielleicht. Ja, wobei. Ist sogar noch ein bisschen Platz, aber egal, passt ja. Du kannst, wenn du willst, die erste Truhe abgeben von uns. So. Ich fülle mal wieder hier Bestände. Wo hast du die? Die ist unten direkt, ganz unten.
Ja. So, dann haben wir Bretter, die kommen... Oh, hallo. Die kommen hier rein. So, dann haben wir Bananen. Da tue ich dir auch mal besser rein. Eine ist für mich. Bananas, Bananas. Ich baue mir jetzt einen Bananasplit. Oh, geht das? Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Oh nee, das geht nicht. Ah, ich krieg auch Geld. Wie viel hast du bekommen? 47. Ah ja, gut, ich auch. Ich bin Rang 4, ein halb fast. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich bin immer noch 1 oder so. Die erste Folge habe ich, also ich habe bisher noch nie so, noch nichts richtig. Also ich habe wieder einen Auftrag angenommen. Mhm. Kostenlos oder kostend? Kostenlos, weil als Schwabe muss man kostenlos annehmen. Das ist ja wohl klar, oder nicht? Ja, wir können ja später mal die Kosten, die Kosten machen. Weil da kriegst du teilweise zwei Schätze raus und sowas. Ah ja. Hui. In den Tiefen des Meeres. Ich habe gehört, wir rufen den Kraken. Achso, genau, du sagst mir wieder, ne? Ich muss noch voten. Ich muss noch voten. Da ist der Anker wieder ins Meer. Oder soll ich diesmal die Insel suchen? Abwechselnd. Können wir auch machen. Gut, dann machen wir das auch. Achso, die Punkte mache ich mal weg. Jetzt muss ich nochmal gucken. Falsche Taste. So, zwei, genau, das mit der kleinen Insel nebendran. So, ich hab's gefunden. Das ist direkt... ja, genau, nach links, jetzt. Ja, welche Richtung? Sag warte, warte, warte. 3, 2, 1, 0. Genau, 180 Grad. 180 Grad, okay. Ja, auf die andere Seite der Insel. Ich sag mal hier für das Segel... Also im Endeffekt... Weiter rechts, weiter rechts. Also so. Ja, ja, immer. Ich sag ungefähr wann. Wann wir das haben. Genau, weiter, weiter, weiter. Und weiter. Oh, wir haben jetzt richtig Speed drauf. Ist voll gut gemacht, ey. Oh, da ist die Krone. Weiter rechts von dieser, die du rechts von uns jetzt siehst, glaube ich, oder? Muss auf jeden Fall noch weiter rechts. Okay. Mehr. Ich sag genau, wann stoppen, dann fährst du nur noch geradeaus. Ich schätze mal die hier, oder? Und nochmal eine weitere. Stopp! Die hier, okay. Alles klar. Du musst das Segel ein bisschen weiter nach links stellen. Ja. Drei, zwei, eins, Vollspeed. Yes. Nice. Ich halte mal hier die Augen offen. Was haben wir eigentlich auf... Ach so, wir haben so ein Billigsegel, da ist nichts drauf. Alles voll gut, ey. Ich liebe es. Hast du auch schon von dem Spiel Skull and Bones gehört? Ja. Bin mal gespannt, wie das ist. Oh, wow, wow, das wackelt ja ganz schön hier. Oh, was ist denn da hinten? Oh. Ah, da ist ein Fort. Ist das diese kleine hier? Ja, Dirk? Ja, ja, das sind die kleinen. Ah, nein! Schnell runter hier. Wenn du den Kurs so hältst, haben wir Vollspeed.
Moment, ich mach. Wobei, das können wir eigentlich draußen lassen. Wenn du fährst halt einfach seitwärts ran, so. Bisschen. Genau da, wo der Stein jetzt ist, dran vorbei. Jetzt lenkst du rechts rein. Genau. Wenn du jetzt durchziehst, vielleicht haben wir noch genug Schwung. Ah, wobei, passt nicht ganz. Aber egal, passt ja schon mal ganz gut von der Position her. Ah ja, das können wir auch noch überwinden. Das ist so. Ich bin beim ersten Mal die ganze Zeit draufgefahren aufs Land. Und bei meinen ersten beiden Folgen auch wieder, weil ich es wieder nicht gewohnt war. So, diesmal suche ich den Schatz. So, Moment. Falsch. Kleiner Stein. Nicht mal so viel Holz. Mhm. Ja. Wie geht? Möge die Truhe mit mir sein. Na 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 na. Voyage complete. Die Söldner des Piratenreichs. So. Einmal hier hoch. Ich hab deinen Hintern im Gesicht. Wo packen wir das denn hin? Auch wieder runter, ne? Ist am sichersten. Jo. Moment. So. Schön da drauf. Fällt doch überhaupt nicht auf. Oh, kleiner Nachlader? Oder Teleport, was auch immer. Willst du Teamarbeit machen? Ja, geht so, auch genau. Hätte man gerade auch gut zeigen können, oder haben wir ganz gut gezeigt. Das geht nämlich alles hier auch auf Teamwork. Wenn man so Aufgaben mit mehreren macht, dann geht schneller. Man kann aber nicht zu zweit lenken. Das geht nicht. Das macht auch gar keinen Sinn. Ja. So. Ach genau, Kanonen schießen, das hat man schon gesehen. Man kann auch in die Kanonen reinkriechen vorne und sich abschießen. Ja. Du kannst dich ja sogar selber abschießen können. Ja. Habe schon ziemlich coole Sachen erlebt. Achso, ich sollte. Ich habe mit so einem komischen russischen Random, der ganze Zeit Russisch gesprochen hat, gespielt. Das war nicht so toll. Habe ich nicht so viel gemacht. Wie da ist die richtige Richtung. Ja, ich habe sie gleich gesehen. Ja, gut. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Englischsprachige getroffen. Das war eigentlich ganz cool. Ja, nee, das war nichts mit dem. Der hat so ein bisschen. Let's be a friends, hat immer gesagt. Let's be a friends zu unserem Gegner. Let's be a friends. Ah, schön. Irgendwie so die ganze Zeit. Große Scheiße. Oh Mann, ist der Stoff hier dick. 10. Nein, ist zu viel. 5 cm bestimmt. Man sieht auch, es tropft etwas Wasser rein. Woran? Also halt allgemein aufs Schiff jetzt. Achso, ja, ich seh's. Hier sind ja Löcher drin, ich will ein neues. Mach mal hier. Die Heimkehr. Du fährst ziemlich weit rechts, ne? Achso, du willst so einen außen, von außen so ranfahren. Richtig, ja. Das ist meine Intention, die ich gerade habe, ja. Volle Fahrt voraus! Dass wir auch da oben landen. Ich glaube, du kannst jetzt so ein bisschen zurücklenken wieder. Anker setzen. Ja. Lenk rechts. Jetzt zieh durch. Ja, nein, scheiße. War zu viel. Am Wasser.
Diesmal bin ich damit dran. So. Ui, das war nicht. Oh. Ah, ich muss noch was abladen. Eine 180 Grad Wende. Oh Mann, da habe ich das nicht getroffen. So, so. Ach, wir sind auf der anderen Seite. Stimmt, wir sind ja einmal hinten rumgefahren. Zell F. Ach so, ja. Ich habe mich schon gewundert. Soll ich was annehmen, was kostet? Aber die billigere Version davon. Ne. Yes. Diesmal fahre ich wieder. Juhu. Achso, wie lange willst du eine Folge machen? Oh, keine Ahnung. Ehrlich. Halbe Stunde? Die erste war 33 Minuten, glaube ich, circa. Ja, dann haben wir eine gleiche Idee, wie lange wir das machen wollen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir einfach einen Split mitten im Abenteuer. Jo. Kann ich die werfen? Ne, ich kann die Kanonen gucken leider nicht werfen. Schade. Ne. Bowling spielen, ne? Achso, wir haben ein Loch hinten im Bug. Da muss man auch aufpassen, da kommt nämlich auch immer wieder was rein. So. Einmal abstimmen hier. So, ich habe abgestimmt. Ich bin soweit. Gut, habe ich auch abgestimmt. The Stash of Dirty Grandy Western. Yep. Los geht's. Wir haben zwei Sachen. Ja. On the sunken wolf, intruders beware, was a halt awaits for those that dare. Das ist das zweite. Okay. On shipwreck bay, brave and old, was I sought to hide, my plundered gold. Aha. Also ist die eine Insel, kann ich mir vorstellen, Shipwreck Bay und die andere, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht. Sunken Wolf, ich guck mal ganz kurz. Ey, Sunken Wolf, da ist es. Jo. Wie müssen wir fahren? Achso, ein bisschen weiter links. Gut. Das wäre Westen, du musst einfach nach Westen fahren. Fertig. Ja, ein bisschen weiter links. Habe ich gesehen. Aber Westen ist schon mal eine gute Richtung. Ab in den Sonnenuntergang. Voller Fahrt voraus. Achso, Segel. Wie stehen die denn richtig? Oh, das ist zu weit, das ist zu weit. Da bin ich richtig, genau. Ach ja, ist das schön. So ein schönes Spiel. Ich mag diesen Grafikstil sehr, der ist so beruhigend. Der ist so schön. Ja. Das ist so geil. Ich muss nochmal Musik spielen, das passt gerade so gut. Auf jeden Fall. Das wollte ich ja nicht anders machen. Da leuchtet das Gold in der See. Oh, mit dem Licht, das ist also auf höchste Einstellung in 2K sieht das schon richtig nice aus. Mhm. Da. Warte. Ah, falsches Instrument. Ich find's halt geil, dass du einfach zum Takt mitspielst. Das ist halt ja. Moment. Kannst du ein bisschen gleich gucken wegen dem Anker? Jo. Und eventuell Spieler. Das ist nämlich. Hier kommen wir weiter in die Gefahr, dass Spieler auftauchen. Weil wir eben auch ein bisschen in die größeren Inseln fahren. So, schlenken ein bisschen rüber. Das ist die Insel, ne? Ja, das ist die Insel, genau. Oh, da ist ein Gewitter. Oh Mann, sah das geil aus. Ja, ich wurde sogar schon mal vom Blitz getroffen. Ich habe ja so gedacht, what the fuck. Ja, kann das Schiff dann untergehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ist halt ziemlich realistisch nebenbei. The Sunken Wolf. Ja, Wind wird jetzt ganz gut eigentlich. Achso, hast du das ein bisschen reingezogen? Nee. Ich hab's ein bisschen reingezogen, doch. Achso. Dass wir nicht ganz so hart drauf fahren, da können wir es ein bisschen besser. Ich versuche da reinzufahren, ja? Da bleiben wir stecken. Sicher? Ja, du hast recht. Oh, Scheiße, lenk rüber. Wir sind doch ein bisschen. Da hätte ich echt Bock drauf gehabt. Warte, ich sag wann. Ich sag wann. Moment.
Können wir hier gleich? Ja. Nein, ja, warte. Ohne Segel kannst du halt viel besser manövrieren. Ja, klar. Aber dann können wir halt nicht so einen geilen Drift hinlegen. Ja, aber besser so, als jetzt unser Schiff kaputt zu machen. Na gut, das ist ein bisschen Holz. So. Und jetzt noch ein bisschen rüberlenken. So. Dann legen wir los. Wer ist jetzt Schatzsucher? Du oder ich? Oder wir komm, lass beide machen hier bei den Größeren. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir hier sauber. Wooden Planks. Ich mache ein bisschen was für die Optik hier. Schön mit der... On the sunken grove, intruders beware a heart awaits for those dead there. Okay, jetzt kann man nochmal was dazu. At the campfire in the cave near the lowest point, light rarely blooms. Big in places north by northwest treasure nearby looms. Also in der Nähe von dem... Also von dem, wie sagt man, niedrigsten Punkt, wo das Licht sehr sanft leuchtet. Was ich damals richtig gefeiert habe, es waren mal alle auf der Suche nach einem Schatz und ich habe es dann am Ende gefunden. Da war ich echt stolz drauf, weil das war wirklich nicht, nicht leicht zu finden. Ich gehe mal hier unten in die Höhle rein. Hier ist beleuchtet. Take Banana. Banana. Take Cannonball. Stimmt, hier habe ich damals eine Spielerin getroffen. Jetzt die Frage, das Campfire near the Cave, ne? Gunpowder. Moment, ich habe einen Gunpowder Barrel. Boah, ist das geil hier drin. Hier ist aber echt wenig los. Nee, das muss ja noch weiter, das muss ja noch niedriger sein. Also ich bin drin. Ganz unten. Wo bist du da reingegangen? Ich bin einfach oben auf die Insel gegangen und bin dann so ein bisschen schräg runtergeklettert. Aber das ist ja jetzt erst eine Truhe, da muss das ja nochmal eine andere, ne? Ja, genau. Also müsste sein. Ja, was mach ich denn? Es gibt ja auch so Killer-Aufträge. Gibt's auch. Und Shipwreck Bay, brave and old, I sought to hide my plundered gold. Okay, aber das was ich hier hab, ist safe noch nicht die. Also glaube ich, kann nämlich nicht sein, das war viel zu offen da. Das ist einfach nur Munition oder so, was ich hier hab. Hallo? Jo. Das ist nur Ammunition. Boah, das sah gerade schon interessant aus, die Wolken da. Da ist mir gerade so die Idee gekommen. Diese ganzen mystischen Sachen, wenn die so in der Art ein bisschen rüberbringen wie bei Fluch der Karibik, wäre das geil. So ein Totenkopf in den Wolken im Gewitter. Oh, ich finde das, ich liebe das Spiel einfach vom Grafikstil, ja. Von der Atmosphäre, das bringt echt einiges rüber. Ey. Ja, auf jeden Fall. Merkenswert. Oh, ich wollte da nicht runterspringen. Shit. Whip. Ich weiß nicht, wo unser Schiff ist. Da ist unser Schiff. Bip, bip. Das muss doch hier unten irgendwo sein, oder? Ich weiß es nicht. Was war das gerade? Zeit, was nicht willkommen ist auf dem Schiff. Nee. Es knackt nur alles. Hier läuft Wasser rein. Oh, mein Bildschirm, ich hasse es, ey. Achso, wir haben die 30 Minuten voll. Wollen wir hier beenden? Warte. Near the lowest point. Light North by Northwest. Moment, ich komm gleich nochmal rein. Ja, wir beenden's hier, ja. Ja. Gut, dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, hier bei Sea of Thieves. Tschüss.